Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Civilization 4 mit Puck. Wir sind inzwischen schon in der 35. Runde angelangt, wenn ich richtig mitgezählt habe. Und einiges steht uns bevor. Wir sind nämlich gerade mitten im Krieg gegen den Wikinger, der uns ja leider die Schützen voraus hatte, deswegen mussten wir Infanterie forschen. Und jetzt sind wir mitten am Vorstoßen. Da gibt es gute wie schlechte Nachrichten. Die schlechte Nachricht ist, nächste Runde wird wahrscheinlich Pataliputra hier oben fallen. Ich habe da noch drei rekrutierte Infanterien reinstellen können, aber die werden die Stadt nicht retten im Endeffekt, leider. Ich hoffe, sie können so viel Gegner abhalten wie möglich. Und ich werde dann mit Einheiten, die ich hier bei Sigtuna habe, Ressourcen, klick einmal weg, bei Sigtuna habe, versuchen dann mit Nachschubeinheiten aus dem Norden diese Armee aufzureiben, Pataliputra quasi als Kriegsgebiet einzugrenzen gegen den wikingerischen Main Stack. Unterdessen wird meine Hauptstreitmacht, oder ist sie schon unterwegs, von Lakama Richtung Jelling und wird die nächste Runde wahrscheinlich erobern und dann weiter nach Niederrosch. Denn sobald man, ich denke mal ganz ehrlich, sobald ich Jelling Niederrosch habe, ist das Schlimmste gebrochen beim Wikinger. Und dann dürfte mit Uppsala und Haithabu auch endgültig der letzte Widerstand fallen. Sehr schön. Nebenbei verbreiten wir übrigens auch noch Mining Ink. Während des Krieges, nicht wundern, lasse ich übrigens auch die Ressourcenanzeige aus, damit ich etwas mehr zeigen kann. Jetzt muss ich kurz gucken, es könnte schmal werden, weil ich wohl doch Eisenbahn. Doch, er schafft es innerhalb von einer Runde. Supi. Das, was ich jetzt gemacht habe, hat mir nicht gefallen, aber so konnte ich noch eine Einheit reinstellen. Es dürfte jetzt der vierte Infanterist sein. Davon haben sogar einige schon Stadtverteidigerbeförderung. Die anderen Einheiten, dafür habe ich nicht genug Geld, um die zu befördern. Aber ich kann ja mal versuchen, mich bei meinem ehemaligen Verteidigungsalliierten beliebt zu machen. Aber nee, so richtig beliebt machen lassen will er sich nicht. Ich könnte jetzt auch versuchen, Geld zu schnorren, aber die Möglichkeit eines Krieges, naja, wohl, dem Araber kann ich ruhig das Geld versuchen abzuknüpfen. Gucken wir mal kurz, offene Grenzen, ja, klingt gut. Kann ich zwar derzeit noch nicht nutzen so richtig, aber egal. Erstmal offene Grenzen haben mit dem Zulu ist schon ganz gut. Aber ich muss mal kurz gucken, wie teuer ist das Aufwerten eines Axtis. 650, okay. Gucken wir mal, was wir da machen können an Geld. Ob das an 630 Gold gibt, würde ich jetzt mal nicht sagen, aber fragen wir doch einfach mal ganz freundlich nach. Klick, geht doch. Sehr schön. Ob der Deutsche mich in der Hinsicht mag oder nicht, ist mir da ja vollkommen zweitrangig. Ja, 40 Gold ist jetzt nicht das, was ich gerne hätte. Egal. Ne, für eine zweite Einheit aufwerten reicht es eh nicht. Leider, muss man ja festhalten. Die Frage ist, hat er hier noch... Ja, habe ich daraus noch ein Maschinengewehr gemacht, das dürfte auch noch ein bisschen was abhalten. Ja, das war jetzt nur minimal noch, aber vielleicht hilft's. Mal gucken. Wer weiß das schon. So, jetzt gehe ich noch zum Araber hin. Frage ihn. Ne. Ein Versuch, was wert als Geld wert ein Puffer wäre nett gewesen. Egal. Jetzt bleibt nichts anderes übrig, als zu hoffen und zu gucken, was Pataliputra macht. Ich denke schon, dass die Stadt fallen wird, leider. Aber vielleicht kann ich ja Widerstand leisten. Aber er hat mir definitiv zu viele Trebuchets dort. Noch. Ohne Trebuchets hätte ich noch mehr Einheiten zerlegen können. Aber so wird er mir wahrscheinlich, oder bei Nebeneinheiten, genug Kollateralschaden zufügen, leider. Sag ich doch, genug Kollateralschaden mitgenommen.
Das war eben wahrscheinlich auch der City Defender 2 Infanterie. Ja. Nee, der hat auch verloren gerade der. Nee, Rückzug. Sehr komische Reihenfolge, in der er angreift. Aber kurz festgehalten, dass er im Endeffekt diesen Kampf gewinnt ist, so klar wie Kloßbrühe, da muss man sich jetzt keine falschen Illusionen machen. Aber jede Einheit, die ich jetzt noch mit in den Tod reiße, ist eine gute Einheit. Also, ja, für den Gegner ist sie nicht gut, aber für mich ist es halt gut, wenn jeden Gegner, den ich halt vernichten kann, noch. Pum, leider verloren. Wie gesagt, gleich kommen noch die Axtkämpfer und dann ist der Ofen endgültig aus. Würde mich doch stark wundern, wenn da auch nur ein Axti überlebt. Also einen Kampf meine ich damit. Hätte ich noch befördern können, fällt mir gerade spontan auf. Scheiße. Egal. Auch mit der Beförderung hätte der Axi nichts gerissen. Aber vielleicht wäre er dadurch ein besserer Granny geworden. Nicht Granny, Maschinengewehr. Sie versuchen es jetzt gegen Uxmal. Okay, sollen sie. Ich wollte schon gerade sagen, wenn die jetzt nicht weiter angegriffen hätten und die Pataliputra gehalten hätte, hätte ich mich Schrott gelacht. Noch ein Krieger steht drin und die... Naja, wahrscheinlich springt der gleich wieder nach da oben hin. Immer die komischen Reihenfolgen, in denen sie angreifen. Na egal. Aber das Gute ist, dass er halt nur einen Mainstack hat. Ob er damit jetzt Pataliputra erobert oder nicht, hier fällt unser Kreis um. Und nebenbei werden auch noch ein paar Alteinheiten verheizt. Dadurch kann ich mehr Gold pro Runde für mich in Anspruch nehmen. Auch alles gut. Gut, die reichsten Zivilisationen hat Herodot verfasst. Da bin ich jämmerlich. Ich würde gerne das Gegenteil behaupten, aber ich kann es nicht. Scheiße. Gut. Was hat er denn da noch? Oh, es ist schon relativ noch viel, aber schmaler geworden. Sehr schön. Gut, die Beförderung kann man grundsätzlich erstmal verteilen. Genauso wie diese jetzt erstmal hochheilen. Und hier werden wir jetzt Jelling versuchen zu erobern. Gucken wir mal, was da drin ist. Jetzt nicht so wahnsinnig viel mehr. Aber bei 37% sind die Chancen dann doch ein bisschen zu schmal, muss ich zugeben. Ich bin ja ein grundsätzlicher Optimist, aber... Ja, der wird verlieren, ganz klar, die Kanone. Aber ihre Aufgabe hat sie, denke ich mal, erfüllt. Gucken wir uns das Ganze mal an. Dieser Krieg wird ein blutiger, weil er nicht auf Augenhöhe ist, aber mit Kavallerie kann man schon Infanterie halbwegs in Schach halten, muss man mal ganz offen zugestehen. Das ist dann schon eine relativ fiese Kombination. Gucken wir mal von den... Ah, geht auch 91%. Und dann ist das auch schon so gut wie gefallen, weil das einzig gute Schütze ist, den er noch hatte. Muss mal kurz gucken. Jelling, was kann Jelling? So richtig kann die Stadt nichts. Das heißt, ich werde sie wahrscheinlich auch abreißen, damit ich dann wirklich direkt weiterziehen kann. Außer da steht jetzt wirklich ein gutes Gebäude drin, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Zumindest ist die Gefahr, dass dort noch eine Umklammerung kommt vom Gegner groß. Gucken wir mal. Ja, die Gebäude, die drin stehen, sind schon schön. Kann ich jetzt nicht abstreiten. Ja, benennt nur Stadthalter. Ist an sich jetzt gegen das, was ich machen wollte, aber ich hätte nur Fregatten drin, keine, kaum Einheiten. Sehr schön. Ja.
Damit er mir diesen Stack nicht auseinanderreißt, lasse ich dort auch ein paar Infanterien zurück. Es könnte nichts Fieseres passieren, wie dass meine Infanterien dort zerlegt werden. Ich bin jetzt mal ein gnadenloser Optimist. Zack, eine Einheit rekrutiert und eine Einheit gepeitscht. Gepeitscht. Ja, es ist nicht schön. Ja, es ist nicht schön. So kann man es auch ausdrücken. Und das entspricht dann sogar vollkommen der Wahrheit. Es ist der Wahrheit sozusagen. Rekrutieren, ja. Und peitschen. Komm. Der hat keine Moral, das heißt, er kann ihn nicht. Aber trotzdem gefällt mir die Tatsache jetzt eher weniger, weg damit. So. Damit er auch jetzt nicht auf komische Ideen kommt, halte ich den mal in Bombay als City Defender. Und ich werde jetzt auch mal meine Verteidigung im Osten etwas, im Westen etwas schwächen und nach Vijayanagara ziehen. Erstmal zum Verschanzen und dann kann ich die Einheiten ja auch ranführen für den Angriff auf Pataliputra, so denn erforderlich. Ja. Ich kann ja nur hoffen, dass er weiter hier noch ein bisschen versucht anzugreifen und dort seine Einheiten dann auch verheizt. Zug angetreten, da kriege ich mal ein Würgkreuz. Weg damit! Ich muss nämlich jetzt noch erstmal ein paar Infanterien nachbringen in diese Stadt, sonst wird das ein bisschen sehr doof. Und anders kann man es nicht ausdrücken. Weil Sigtuna hat nicht so wirklich wahnsinnig viele Einheiten in dieser Hinsicht. Das meine ich nämlich. Gucken wir mal kurz. Ne, kann auch nicht befördert werden. Schade drum. Aber wir haben einen Super Sani, das ist das Wichtigste gerade. Auch erstmal allesamt verschanzen zu erstatten. Das Dumme ist, jetzt muss ich die wirklich erstmal ein bisschen auffallen lassen hier. Sonst endet das bitterböse. Nun gut, ab nach Bombay. Bombay schmeißt übrigens demnächst auch eine große Persönlichkeit mal wieder raus. Sehr schön. Gut, sagen wir mal, dass die vier Einheiten da reichen. Dann können wir die auch hier hinziehen. Peitschen wir mal das Maschinengewehr, dann können wir jetzt die Schützen auch nach Bombay ziehen. Ja, das ist jetzt gerade wirklich nicht wirklich das schönste Spiel, aber es muss auch mal gemacht sein und gemacht werden. Kann ich nicht anders ausdrücken. Nee, der vielleicht noch nicht. Ich hoffe, er ist seine nächste Runde hier vorzieht und er hat ja nur einen Trebuchet, dann kann ich nämlich auch kontern, also ganz so leicht wird es für ihn jetzt nicht werden. Gucken wir uns den Rundenwechsel noch an, ich denke, so viel Zeit haben wir noch und dann werden wir dieses erste Teil des, den ersten Teil des Turns jetzt mal sehen. Das war jetzt gerade sehr unschön. Warum gewinnen seine, wahrscheinlich weil sie hoch befördert sind. Ah, jetzt wird BJ sich wahrscheinlich wieder im
geheim freuen, dass er doch diese hochqualifizierten Einheiten hat. Immer. Da kriege ich mal einen Kotzreiz. Und ein Schütze gewinnt dann. Alter, ich freue mich zwar drüber, aber ich falle vom Glauben ab. Na egal. Ich kann hier gerade einige Einheiten schon abwehren. Also er wird im Endeffekt wahrscheinlich ein positives Verhältnis noch rausziehen. Aber je mehr Einheiten ich vernichten kann, desto besser. Denn dadurch schwächt er seinen Mainstack ja eigentlich nur selbst. Aber seine Kavallerien sind definitiv das Gefährlichste von ihm, muss man mal ganz offen festhalten. Ich muss mal gucken, wo er Pferde hat, vielleicht kann man ihn hier sogar abknipsen. Die Kniften kann ich mir nicht wegnehmen, aber jetzt gewinne ich sogar noch solche Kämpfe. Erschreckend. Aber das Verhältnis dürfte definitiv nicht mehr für ihn ausfallen, glaube ich. Selbst wenn er jetzt alles gewinnt. Naja, das Gute ist ja auch, in Sigtuna stehen ja auch meine zum Teil höher beförderten Einheiten aus dem Maya-Krieg. Von daher bin ich da schon relativ optimistisch, dass wir da halbwegs gegenhalten können. Wir haben einen großen General bekommen. Der wird nach Bombay geschickt und der siedelt sich an. Dann gucken wir doch mal. Wenn ich muss mal gucken, ob die da schon in einer Runde hinziehen können. Gut wäre es natürlich, in einer Runde nicht ganz. Befördern wir die mal. Gut, dann hat dieser Stack noch eine Runde Zeit, sich erstmal hochzuheilen. Zwei Runden bräuchte er. Nicht schön, aber so pedantisch wollen wir da jetzt mal nicht sein. Gut, der Stack ist angekommen, dann kann ich jetzt auch die zwei Infanterien schon mal weiterschicken. Na, obwohl, vielleicht rechts. Ja, ich sehe da gerade sogar ein Fenster. Aber ich merke gerade, die Zeit wird eng. Das Fenster kann auch noch warten. Gut, mit ein bisschen Glück können wir im nächsten Turnset schon Pataliputra zurückerobern. Sieht ganz gut aus. Er hat nämlich nur eine Minimalgarnison dort gelassen. Und die Mehrheit seiner Einheiten hat er vor Sigtuna verbraten. Finde ich sehr, sehr gut für mich. Äußerst gut sogar. Deswegen seid dabei, wenn es nächste Runde heißt, der vernichtende Schlag gegen den Wikinger. Bis denn!